Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Webcasts für Privatanlegende anlässlich des Kapitalmarkttages. Tim Höttges hatte am Dienstag ja das Schwungrad vorgestellt und wie wir in den letzten 3 Jahren da ordentlich Schwung weiter aufgebaut haben und wie wir das weiter fortsetzen wollen. Wir hatten auch gesagt, dass wir die Fragen, die wir aus Zeitgründen nicht mehr beantworten können, in einer separaten Session beantworten werden. Dafür sind wir heute hier. Ich freue mich sehr, Hannes, dass du hier bei uns bist, Leiter Investor Relations, denen, die uns schon in der Vergangenheit zugeschaut haben, wohlbekannt für seine kompetenten Antworten. Hannes, die Aktie ist ja sehr gut gelaufen nach dem Kapitalmarkttag. Und für manche stellt sich die Frage, wird das noch weiterlaufen? Was ist die weitere Perspektive für die Aktie? Kannst du da etwas Orientierung geben? Ja, wir können natürlich keine Prognosen für die Aktie machen. Das wäre unseriös. Aber was man in der Vergangenheit gesehen hat, ist, dass die Aktie sich an einem Kurs-Gewinn-Verhältnis entlang orientiert hat, was in der Vergangenheit über 13 war und jetzt zuletzt in Richtung 15 gestiegen ist, was ja erfreulich ist. Und wir haben ja eine Prognose für den bereinigten Gewinn für das Jahr 2027 abgegeben von 2,50 Euro pro Aktie. Und insofern sollte das eigentlich eine positive Kursentwicklung auch nahelegen, aber wie gesagt, konkrete Prognosen kann man natürlich im Kapitalmarkt in der Form nicht treffen. Aber bei 28 auf jeden Fall noch Luft nach oben. Erste Frage in dieser Session, die wir eben nicht mehr beantworten konnten, dreht sich um ein Thema, das wir auch in der Vergangenheit schon mal beantwortet hatten, aber es kam wieder und es wurde auch gewotet und das geht um die Art der Dividendenauszahlung der Deutschen Telekom, die ja jährlich ausgezahlt wird. Und die Frage geht in die Richtung, geht das nicht auch quartalsweise, so wie das manche amerikanische Unternehmen tun? Ja, also erstmal freuen wir uns natürlich, dass die Dividende jetzt erstmal aufgegangen ist, beziehungsweise der Vorschlag des Managements ist, dass die von 77 Cent auf 90 Cent raufgeht. So, das ist erstmal Punkt 1 zur Dividende. Wir haben uns das Thema quartalsweise Zahlung der Dividende in der Vergangenheit angeschaut. In Deutschland ist das sehr schwierig. Das ist nicht so wie in Amerika. Das hat rechtliche Gründe. Wir haben nach der Prüfung uns entschieden, weiterhin an der jährlichen Auszahlung festzuhalten. Nächstes Thema, Glasfaserausbau. Da hatten wir im Kapitalmarkttag 21, also bei dem letzten, der jeweils 3 Jahre her ist, gesagt, dass wir bis 2030 60% selber ausbauen würden. Da war die Frage, wo stehen wir denn da jetzt 24 und wie ist die Perspektive für 30? Sind das noch die 60%? Was ist da die Perspektive? Gut, wir haben jetzt ja das Jahr 24 und zum Jahresende werden wir mehr als 10 Millionen Haushalte mit unseren Glasfaseranschlüssen erreichen. Und wenn man die Prognose jetzt fürs Jahr 27 nimmt, dann sind wir dann bei rund 17,5 Haushalten und 60% sind etwa in Deutschland 25 Millionen Haushalte. Das heißt, wir sind eigentlich genau auf der Runrate, auf der Geschwindigkeit, Ausbaugeschwindigkeit, die man braucht. Sicher sind die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren schwieriger geworden, Tiefbau ist teurer geworden und zwar über zweistellig. Wir versuchen das auszugleichen, indem wir andere Verlegungsmethoden anstreben und insgesamt höhere Effizienz auch mit Einsatz von künstlicher Intelligenz versuchen zu erreichen. Und insofern glauben wir weiterhin, dass wir unser Ziel von 60% im Jahr 2030 erreichen werden. Das war das Thema Infrastruktur-Marktanteil. Da sind wir also gut auf Kurs. Nächstes Thema hatten wir auch schon beantwortet. Juni letzten Jahres war das ein akutes Thema und zwar Markteintritt von Amazon in den USA. Könnte das sein? Wäre das eine Bedrohung? Ja, also zunächst mal ist natürlich erstmal fraglich, ob Amazon Interesse an einem höchst kapitalintensiven Betrieb eines Mobilfunknetzes hat. Das erscheint eher unwahrscheinlich. Was Amazon ja macht, und das ist auch nichts Neues, ist, dass sie als Wiederverkäufer von Netzdienstleistungen tätig sind. Seit etwa einem Jahr verkaufen sie zum Beispiel Netzdienstleistungen von Dish, dem vierten Spieler in den USA. Sie verkaufen auch Netzdienstleistungen von unseren Prepaid-Produkten in den USA. Also das scheint mir, sag ich mal, der
Der Weg, der ist aber jetzt nicht neu und das, wie gesagt, hat uns in den letzten 12 Monaten ja auch nicht davon abgehalten, Rekordergebnisse auch beim Kundenzuwachs in Amerika zu erreichen. Und ansonsten denke ich, ist es auch vielleicht am Ende auch ein bisschen regulatorisches Thema, wenn jemand wie Amazon mit seinem extrem hohen Marktanteil sich vielleicht in solche Geschäfte wirklich hineinwagen würde. Vielleicht ist auch ein Punkt noch, dass Amazon früher in den digitalen Experiences, in der App etc. besonders führend war und T-Mobile da ja schon deutlich zugelegt hat und jetzt gesagt hat, es wird nochmal zusätzlicher Fokus auf das Thema digitaler Kundenservice gelegt. Insofern, das, was man historisch vielleicht mit Amazon verbunden hat, die haben es digital drauf, der Rest nicht. Das ist nicht mehr der Fall. Nächstes Thema ist CO2 und künstliche Intelligenz. Da ist die Frage angesichts der Ankündigungen von Google, dass sie jetzt kleine Atomkraftwerke bauen wollen. Wie gehen wir mit dem Stromthema und dem zusätzlichen Verbrauch durch künstliche Intelligenz um? Ja, also die Telekom bezieht ihren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen und hat dazu langfristige Lieferverträge abgeschlossen. Betrieb von Atomkraftwerken ist nicht geplant. Dafür haben wir, das, was mir dazu noch einfällt, ist, dazu haben wir eigene regenerative Energien, zum Beispiel Windräder an Mobilfunkmasten, die von dem Tower-Geschäft zum Beispiel genutzt werden, um den eigenproduzierten Anteil zu erhöhen. Nächstes Thema ist unsere Beteiligung an dem britischen Telekommunikationsunternehmen BT, British Telecom. Anders, es hat sich viel getan. Da waren einige Investoren, die da eingestiegen sind. Kannst du da nochmal sagen, mit welchen Investoren wir da jetzt zusammen in BT investiert sind und was unsere Perspektive auf die Beteiligung ist? Also erstmal ist es so, dass wir in den letzten 8 Jahren etwa den Anteil bei 12% konstant gehalten haben. BT wird von uns im Pensionsfonds gehalten. Wir glauben an die Substanz des Unternehmens und glauben auch an eine zukünftige Wertentwicklung. Es ist in der Tat jetzt so, dass sich die Eigentumsverhältnisse zuletzt etwas geändert haben mit Einstieg von Bharti Metal und auch America Mobil bzw. Carlos Slim, dem Eigentümer. Das könnte neue Perspektiven eröffnen, aber da gibt es jetzt nichts Konkretes oder etwas, was ich hier zu kommentieren hätte. Grundsätzlich, wie gesagt, glauben wir an die positive Wertentwicklung des Unternehmens und es zahlt auch eine Dividende. Also im Moment besteht jetzt auch kein akuter Handlungsbedarf. Nächste Frage dreht sich nochmal um die künstliche Intelligenz und die Frage, welche Strategie die Telekom dabei verfolgt mit Bezug auf die Belegschaft. Es wird von Rationalisierungseffekten oder Effizienzeffekten gesprochen. Welchen Einfluss hat das auf die Belegschaft? Ja, also erstmal sehen wir die künstliche Intelligenz, die ja für uns nichts Neues ist. Was jetzt natürlich sich neu entwickelt, ist das Thema generative KI, aber die KI an sich ist seit einer Dekade bei der Deutschen Telekom im Einsatz. Wir haben im Übrigen auch als erstes Unternehmen, größeres Unternehmen, einen Ethik-Kodex zum Thema künstliche Intelligenz beschlossen. Und ja, nach vorne denken wir, kann man aus der künstlichen Intelligenz, und das war ein großes Thema beim Kapitalmarkttag, sicher sehr viel an zusätzlichen Kundennutzen und auch an Effizienzgewinn erreichen. Ich würde das aber im Rahmen der normalen, sage ich mal, Belegschaftsentwicklung sehen. Wir sind nun mal ein Unternehmen, in dem Digitalisierung grundsätzlich sehr viel Potenzial hat und auch Effizienzpotenzial hat. Und wie immer werden wir es sozialverträglich, sage ich mal, gestalten nach vorne. Aber natürlich sehen wir Potenzial in der künstlichen Intelligenz, effizienter zu wirtschaften. Dazu nur noch einmal Erinnerung, Tim Höttges hatte das ja auch in der Präsentation dargestellt. 90.000 Mitarbeitende der Telekom sind schon dabei unterstützt worden, das Thema künstliche Intelligenz einzusteigen, wie sie es für ihren Arbeitsalltag
nutzen können. Nächstes Thema, Geschäftskunden. Das war auf dem Kapitalmarkttag ja auch ein größeres Thema mit einer eigenen Session und Präsentation, wo die T-Systems, aber auch Deutschland und Europa vorgestellt haben, was sie in dem Thema tun. Da ist jetzt nochmal die Frage, welche Wachstumstreiber gibt es da für die Telekom in diesem Geschäftskundenbereich für die nächsten Jahre und was ist davon zu erwarten? Ja gut, also erstmal hast du ja zu Recht darauf hingewiesen, dass es dann eine also einstündige oder übereinstündige Präsentation beim Kapitalmarkttag gab, in dem die Leitenden des Geschäftes für die T-Systems, also für die Systemkunden, das IT-Geschäft für die Großkunden in Deutschland, der Leitende des Deutschland-Geschäftskundensegmentes und auch die Leitende für das Europageschäft ihre jeweiligen Perspektiven dargestellt haben. Da gibt es natürlich gemeinsame Themen, Digitalisierung, Cloud, Security. Es gibt aber auch differenzierte Themen. Es gibt zum Beispiel das Thema, wie wir in bestimmten Segmenten in Deutschland noch stärker werden können, zum Beispiel in den öffentlichen Verwaltungen, in den Ländern und in den Kommunen. Das ist für uns noch aus unserer Sicht noch Wachstumspotenzial. Und in Europa wachsen wir grundsätzlich sehr breit aufgestellt. Also insofern gibt es da viele Treiber, das ist so das Wesen des Systemgeschäfts. Wir hatten ja gerade über Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz gesprochen. Wir sehen uns natürlich auch als jemand, der das Thema sowohl im Großkundenmarkt als auch aber im Massenmarkt unterstützt. Und da haben wir sehr viel Nachfrage und sehr viele Experten und auch schon sehr viele Anwendungsfälle. Eine weitere Frage zum Thema Geschäftskunden bezieht sich auf T-Systems. Die T-Systems war in der Vergangenheit öfter mal ein Sorgenkind. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie ist die weitere Perspektive für T-Systems? Na gut, also das Geschäft hat sich in der Tat gut entwickelt. Es hat in der Vergangenheit Geld verloren. Das tut es jetzt nicht mehr auf einer Cashflow-Basis. Und es wächst auch ganz gut, jetzt im einstelligen Prozentbereich, aber ich sag mal zuletzt eher im hohen einstelligen Prozentbereich, also im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wir sehen guten Auftragseingang und ich glaube, wir sind inzwischen gut aufgestellt mit dem Fokus auf die Cloud und das Thema Digital Solutions, das hatten wir auch gerade angesprochen. Dort auch mit dem Fokus auf die geografische Region Deutschland und Dach. Wir sind zwar weltweit aktiv, aber das ist, sage ich mal, ein Fokus. Wir haben auch Schwerpunktsektoren. Also wir haben das Geschäft sehr stark fokussiert. Das hat uns ermöglicht, die Effizienz zu steigern, aber auch die Kundenerfahrung noch zu verbessern. Und da ist sehr viel passiert. Also im Moment sind wir da sehr zuversichtlich, dass das weitergeht. Dann eine Frage zum Thema Kapitalallokation. Da haben wir ja verschiedene Perspektiven gegeben und die Frage ist zum Aktienrückkauf. Was ist nochmal der Business Case vom Aktienrückkauf? Also inwiefern hilft der Aktienrückkauf zur Wertsteigerung und wie vergleicht sich das mit dem Schuldenabbau? Ja, also wir haben im Moment eine Durchschnittszinskosten von etwa 4% und nach Steuern dann etwa 2,5%. Das im europäischen Geschäft. Umgekehrt ist der, sag ich mal, Gewinn pro Aktie vergleichsweise hoch, sodass, wenn man einen Aktienrückkauf macht, man den Gewinn pro Aktie stärker erhöht, als es die zusätzlichen Zinskosten oder Zinsersparnisse ausmachen würde. Das heißt, das ist eine auf Englisch accretive, also eine wertschöpfende Transaktion für die Aktionäre. Ich würde sagen, in einem gewissen Umfang, weil natürlich muss man schauen, dass man bei den Schulden insgesamt in einem guten Rahmen bleibt. Wir haben uns natürlich schon sehr gefreut, dass jetzt nach dem Kapitalmarkttag trotz unserer Ankündigung, einen Aktienrückkauf von 2 Milliarden auch fürs nächste Jahr vorzusehen, die Ratingagentur Moody's uns mit einem positiven Ausblick erfreut hat. Also insofern glaube ich, wir haben eine solide Finanzierungsposition, wir haben eine klare Perspektive für die Verschuldung und das
erlaubt uns, sag ich mal, einen gewissen, wir haben das Überschuss genannt, zu erwirtschaften und wir wollen den natürlich vor allem im Geschäft investieren und damit das weitere Wachstum gewährleisten. Aber wir glauben, dass auch nach den Investitionen was übrig bleibt, was dann eben auch für diese Art von Transaktionen genutzt werden kann. Okay, dann eine Frage, die diejenigen interessiert, die die regulatorischen Fragen näher verfolgen, und zwar das Verhältnis zu Meta, der Mutter von Facebook, Instagram etc. Wie entwickelt sich da die Geschäftsbeziehung und welche Konfliktfelder gibt es da aktuell? Ja gut, da gibt es eine Geschäftsbeziehung, die darin besteht, dass wir den Verkehr von Meta übernehmen und dafür auch in der Vergangenheit vereinbart hatten, kompensiert zu werden. An diese Vereinbarung hat sich Meta nicht gehalten. Gericht hat für uns entschieden. Und jetzt eben hat Meta diese Geschäftsbeziehung aufgekündigt für unsere Kunden. Ist das jetzt nicht wirklich, sag ich mal, spürbar? Ja, das können wir kompensieren. Ist aber aus unserer Sicht wieder ein Beispiel dafür, dass potenziell die amerikanischen Internetgiganten ihre Marktmacht theoretisch und in diesem Fall konkret auch ausnutzen. Das auch zu Ungunsten des Verbrauchers, und deswegen glauben wir, dass das ein Bereich ist, in dem die Europäische Union regulatorisch tätig werden sollte. Das haben wir ja schon seit längerem eingefordert. Es gibt ja auch viele, die das auf Ebene der Europäischen Union unterstützen. Jetzt müssen wir schauen, ob die nächste Kommission an der Ecke dann auch tatsächlich Worten und Taten folgen lässt. Gut, dann das Thema 5G und wie sich das weiterentwickelt. Gerade in dieser Woche wurde ja angekündigt, dass 2G abgeschaltet wird. 3G ist schon abgeschaltet. Wie sieht die Auslastung von dem 5G-Netz aktuell aus? Also die 5G-Technologie ist, die haben wir ja flächendeckend ausgebaut. Allerdings ist es bei allen technologischen Generationen so, dass man langsam die Spektren, die unterschiedlichen Spektren, die man hat, niederfrequent, mittelfrequent und höherfrequent, dass man die langsam, sagen wir, ausbaut und immer mehr von diesen Frequenzen von dem einen, in der einen Technologie auf die andere migriert. Das entspricht ja auch dem Kundenverhalten. Es gibt ja auch viele, die bis vor kurzem noch 3G verwendet haben oder auch 2G in Deutschland verwenden. Das ist ja ein sehr altes Protokoll, über 30 Jahre alt jetzt, und insofern ist klar, dass solche Dinge evolutionär entwickeln. Wir sind mit der mit unserem 5G-Ausbau zufrieden. Wenn man sich anschaut, wie sich zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeiten in unserem Netz verändert haben, und zwar deutlich beschleunigt haben in den letzten Jahren, das ist natürlich nur durch 5G möglich gewesen. Unsere Netzführerschaft in Amerika, die ganz eindeutig ist, ist nur durch 5G möglich. Wenn wir es mal nicht nur auf Deutschland beziehen, sondern USA. In USA ist es so, dass wir mit unserem 5G-Netz 70% des Verkehrs, für den 70% des Verkehrs verfügbar sind, während zum Beispiel Verizon das nur etwa für 7% ist. Das war kürzlich eine Untersuchung von OpenSignal. Und in Deutschland, denke ich, ist 5G ein wichtiger Beitrag für unsere Netzführerschaft, und das wird sich weiterhin entsprechend zeigen. Und ich glaube, damit ist zu dem Thema erstmal genug gesagt. Gut, einen Punkt noch zu der Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang. Auch darüber hatte Tim Höttges ja gesprochen. Kreislaufwirtschaft, Rückgabe von Endgeräten, wenn Sie 3G-Endgeräte oder auch alte 2G-Endgeräte oder überhaupt alte Endgeräte haben, die Sie nicht mehr brauchen, lassen Sie die nicht in der Schublade verstauben, bringen Sie sie zurück in zum Beispiel den Telekom-Laden und führen Sie sie insofern in den Kreislauf, in den Rohstoffkreislauf zurück. Nächstes Thema, weiter Mobilfunk und Technik, und zwar Open RAN. RAN steht für Radio Access Network, das ist also das, was am nächsten zum Kunden ist. Also die Mobilfunkmasten und die Antennen, die da oben drauf sind, das soll jetzt Open sein. Ja. Kannst du nochmal sagen, was Open dabei bedeutet und wo wir da stehen? Ja, also Open heißt erstmal offene Schnittstellen, und die ermöglichen es dann unterschiedliche
Hersteller miteinander zu verbinden, aber auch Standard-IT-Hardware zu verwenden. Das schafft neue Möglichkeiten nach vorne, geringere Abhängigkeiten von Vendoren und das ist, sag ich mal, grundsätzlich sehr wünschenswert. Das schafft natürlich dann, erfordert mehr Kompetenz seitens des Telekommunikationsanbieters. Wir sind dabei, diese, sag ich mal, Kompetenz zu erwerben und dazu gehört eben auch, dass man diese Technologien ausprobiert und wir haben dann ein sehr ambitioniertes Projekt in Deutschland laufen. Bei uns ist Uran live. Allerdings muss man sagen, dass die Technologie, erst langsam, auch auf das Niveau der geschlossenen Systeme kommt. Wir sind aber zuversichtlich, dass das insgesamt erreichbar wird, auch mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Und das wird aber eben ein paar Jahre noch brauchen. Und wir sehen uns aber durchaus hier an der Speerspitze der Entwicklung. Ich denke, es ist insgesamt für uns eine positive Entwicklung. Ich würde es etwas weiter fassen als Urban. Das wird ja sehr stark auf Mobilfunk und sehr speziell gesehen. Es geht insgesamt darum, die Wertschöpfungskette etwas zu disaggregieren und dann eben die Fähigkeit haben, sie selber zusammenzusetzen und dadurch überlegenes Kundenerlebnis zu schaffen. Also mehr Flexibilität in der Innovation und schnellere Zyklen. Gut, dann nächstes Thema ist aus dem Themenfeld Kultur, Arbeitswelt. Kultur war ja auch ein wichtiges Thema beim Kapitalmarkttag, das als Differenzierer herausgestellt wurde. Hier wird jetzt zum Thema Homeoffice gefragt. Was sind da die Regelungen bei der Telekom zum Thema Homeoffice? Ja gut, wir haben eine Empfehlung. Das ist für die Mitarbeiter etwa 3 Tage in der Woche hier zu sein. Allerdings ist es auch den einzelnen Teams überlassen, sich hier selbst zu organisieren, weil das, denke ich, auch immer eine sehr individuelle Thematik ist. Und ich bin jetzt nicht, also ich glaube, dass wenn es da, sag ich mal, Friktionen gibt, dann liegt das eher, ist das eher eine dezentrale Sache als jetzt eine grundsätzliche Fragestellung. Aber ich sag mal, grundsätzlich ist Flexibilität aus meiner Sicht die Prämisse. Dann eine Frage für Privatanlegende, also für das konkrete Anlegen von Geld, nämlich könnte es für Mitarbeiteraktionäre Vergünstigungen für die Handelsgebühren von Aktien geben? Eine etwas ungewöhnliche Frage, ich höre die auch zum ersten Mal, aber sie wurde gestellt, insofern wollen wir sie auch beantworten. Das ist eine faire Frage. Es gibt aber ein Aktienprogramm für Mitarbeitende, das nennt sich Shares to You. Das hat sehr viel Zuspruch gefunden mit 42.000 Mitarbeitenden, die sich daran jetzt beteiligt haben. Also insofern geben wir Möglichkeiten, sich in einer vorteilhaften und vergünstigten Form für die Mitarbeitenden, sich an der Deutschen Telekom Aktien zu beteiligen. Dann die nächste Frage zur Reinvestition von Dividenden. Also wenn man in die Telekom investiert hat und es gibt regelmäßig ja jetzt auch seit mehreren Jahren wachsende Dividenden, man sagt, man möchte es eigentlich direkt wieder in die Telekom investieren. Ist da dran gedacht, so eine Direktumwandlung, dass man die Dividende direkt in Aktien erhalten kann? Das hatten wir früher mal gemacht. Allerdings muss man sagen, das ist ein Instrument, was eigentlich nicht aktionärsfreundlich ist, weil es die Aktienzahl erhöht und damit den verfügbaren Gewinn je Aktie reduziert. Und wir hatten eben über Aktienrückkauf gesprochen. Aktienrückkauf ist eigentlich das Gegenteil und Aktienrückkauf erhöht den Gewinn je Aktie und zwar überproportional. Das heißt, Aktienrückkauf ist aktionärsfreundlich. Eine Ausschüttung von Aktien, also Dividend in Kind nennt sich das auf Englisch, ja, die ist eher aktionärsunfreundlich. Insofern tun wir das nicht mehr und versuchen den Anteil des Gewinns, der auf die einzelnen Aktien entfällt, zu erhöhen und natürlich sowieso den Gewinn des Unternehmens zu steigern. Jetzt eine begriffliche Frage. Hinter einigen unserer Finanzkennzahlen steht ein AL.
Die Frage bezieht sich darauf, wofür steht das AL, was bedeutet das? Ja, also AL heißt After Leasing und es gab vor Jahren die Einführung des IFRS 16 Standards, nach dem die Leasingkosten beim sogenannten EBITDA rausgerechnet werden. Wenn man aber dann die Leasingkosten wieder abzieht, dann kommt man auf dieses EBITDA AL und im Prinzip eine Zahl, die etwas näher an den tatsächlichen operativen Cashflow liegt. Deswegen haben wir diese Zahl zusätzlich in der Berichterstattung beibehalten und wir sind da im Einklang mit den meisten Unternehmen. Das Leasing bezieht sich vor allem natürlich auf Funktürme. Das ist ein großes Thema für die T-Mobile USA und in Deutschland sei dem Verkauf der Funktürme oder Teilverkauf der Funktürme, unserer Funktürme auch ein Thema. Ansonsten entstehen Leasingkosten natürlich auch für Ladengeschäfte oder zum Teil für Immobilien. Okay, dann die nächste Frage bezieht sich auf Altlasten. Bei dem dritten Börsengang der Deutschen Telekom gab es einen Fehler im Prospekt. Damals hatte die KfW Aktien an der Telekom verkauft. Diejenigen Aktionäre, die dagegen geklagt hatten, die haben jetzt eine Entschädigung bekommen. Die nicht geklagt haben, haben keine Entschädigung bekommen. Jetzt ist die Frage, ist das gerecht, dass man denen, die nicht geklagt hat, keine Entschädigung zahlt? Hätten wir da Spielraum gehabt oder wie sieht das aus? Also wir haben jetzt einen Vergleich abgeschlossen und an den Vergleich sind wir rechtlich gebunden. Wir dürfen keine Entschädigung an Personen auszahlen, die keine Forderung haben. Gut, das liegt auch nahe, dass man kein Geld verschenken darf. Nächstes Thema geht um den Glasfaserausbau und den Anschluss von Wohngebäuden. Da machen manche die Erfahrung, dass Glasfaser im Gehweg oder auf der Straße verlegt wird, es dann aber noch eine Weile dauert, bis es ins Haus hinein verlegt wird. Was ist da los? Da würde man doch eigentlich denken, dass wenn die Investition der Glasfaser in die Straße schon getätigt ist, man doch sehen will, dass die sich schnell amortisiert und man die Leute dann anschließen kann. Wie kommt zu diesen Verzögerungen? Also es ist richtig, dass wir natürlich den Glasfaserausbau tätigen, um dann auch Kunden anzuschließen. Das ist ja kein Selbstzweck. Wir würden ja nicht pro Jahr in Deutschland jetzt sagen wir, Richtung 2,5 Milliarden Euro ausgeben, um jetzt sag ich mal, ungenutzte Infrastruktur in den Straßen zu haben. Das heißt, ganz klar das Ziel, die Menschen in den Mehrfamiliengebäuden, aber auch Einfamilienhäusern zu verbinden. In den Mehrfamilienhäusern gibt es dort Genehmigungsprozesse, die oft länger brauchen. Und das kann mehrere Jahre dauern, bis tatsächlich die Genehmigungen erfolgt sind, beziehungsweise dann auch die Arbeiten vorgenommen werden können. Wir sind inzwischen deutlich schneller geworden bei dem Thema und das ist auch eine Priorität für das Geschäft. Wir haben letztes Jahr 1000 Mitarbeiter zusätzlich eingestellt, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigen. Und Sie sehen das auch in unserer Schlagzahl, weil wir jetzt Glasfaser-Neukunden dieses Jahr von etwa 450.000 anpeilen nach 300.000 letztes Jahr. Und fürs Jahr 2027 wollen wir mit einer Schlagzahl von 1 Million Glasfaser-Neukunden nach vorne schreiten. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Die dreht sich um das Thema Bitcoin und die Frage, ob es eine attraktive Anlage für die Telekom sein könnte, in Bitcoin zu investieren. Ja, also wir sind im Thema Blockchain sehr aktiv für unsere Kunden. Wir haben das Beratungsunternehmen MMS. Und die betreibt ein eigenes Blockchain Solution Center. Wir betreiben Validatoren für bekannte Blockchain-Protokolle. Allerdings, sag ich mal, als Unternehmen in Blockchain zu investieren, als Anlage ist für uns nicht strategisch und nicht sinnvoll und ist auch hochspekulativ. Damit kommen wir zur letzten Frage. Die dreht sich nochmal um 5G und das Thema Standalone. Kannst du nochmal sagen, was der Unterschied zwischen Non-Standalone, was jetzt aktuell hauptsächlich in Betrieb ist, und Standalone und wo wir da stehen? Ja, also Non-Standalone benutzt 4G als unterstützende Infrastruktur.
Das hat in Deutschland insbesondere eine sehr schnelle Einführung von 5G ermöglicht und ist jetzt auch, sag ich mal, keine Schande. Im Gegenteil, hatte ich ja eben darauf hingewiesen, dass wir eine deutliche Steigerung über diese Technologie bei unserer zum Beispiel Geschwindigkeit in den letzten Jahren erlebt haben. Ich denke Richtung Verdoppelung, wenn ich mich richtig entsinne. Und dass die Latenzen sind schneller geworden und so weiter. Und ich glaube, dass unser Netz gut ist, muss man jetzt nicht nochmal beweisen. Es ist ja durch jeden Netztest auch hinterlegt. Und da spielt natürlich 5G eine Rolle und auch in dieser Form. 5G Standalone ist, wenn das komplett über 5G dann stattfindet, es setzt natürlich eine gewisse Verbreitung voraus, aber auch Handsets, die das können. Wir haben im Geschäftskundenbereich schon länger 5G Standalone über das sogenannte Slicing, also indem man Teile des Netzes sozusagen besonders behandelt, sodass zum Beispiel Medienunternehmen bei Ereignissen bestimmte Prioritäten erhalten, aber das haben wir auch bei Großevents. Ich denke mal, die bei der Europameisterschaft in den Stadien waren, haben, glaube ich, bei der Telekom ein gutes Erlebnis gehabt, hat auch was mit 5G zu tun. Und jetzt im Privatkundengeschäft, denken wir, ist die interessanteste Anwendung Gaming. Und da haben wir ja auch eine spezielle Lösung jetzt auch für Privatkunden vorgestellt. Aber für uns ist das kein Selbstzweck, sondern wir machen das anwendungsorientiert. Auf der Basis dessen, dass unser Netz ja sowieso schon sehr gut ist und wir auch noch, sag ich mal, sehr attraktive Pläne, das können Sie sich auch im Kapitalmarkttag anschauen, in der Deutschland-Sektion haben, um diese Netzführerschaft noch weiter auszubauen. Ich habe heute lustigerweise gelesen, dass Microsoft Call of Duty sofort als Streaming-Variante auch angeboten wird. Das passt eigentlich gut zu dieser Innovation, die wir jetzt gerade vorgestellt haben. Gut. Ja, damit sind wir durch die Fragen durch, haben alles beantwortet. Das war ja das Versprechen, das haben wir auch eingehalten. Ansonsten sprechen wir viel mit institutionellen Investoren, die auch Fragen haben, wo wir auch einiges erklären. Sind die ähnlich oder wie verhält sich das im Vergleich mit den Fragen, die wir jetzt besprochen haben? Also ich denke, die Fragen sind zu einem großen Teil ähnlich und das zeugt ja auch dafür, dass der Dialog aus meiner Sicht, den wir hier haben, mit den Privatanlegenden sehr sinnvoll ist. Weil tatsächlich, sag ich mal, Fragen gestellt werden, die nicht nur für die Privatanlegenden, aber eben auch für die institutionellen Investoren von großer Wichtigkeit sind. Und es gibt sicher ein paar Fragen, die jetzt von institutionellen Investoren auch nicht gestellt werden. Da hatten wir ein paar heute, aber im Großen und Ganzen sind die Fragen schon sehr deckungsgleich. Gut, dann herzlichen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben und sich die Fragen und Antworten angehört haben, die es bisher zum Kapitalmarkttag 2024 gab. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann zögern Sie bitte nicht. Sie finden unsere Kontaktdaten auf der Internetseite der Telekom, telekom.com, telekom.de ist die Produktseite, telekom.com ist die Seite für das Unternehmen. Da gibt es ein Kapitel Investor Relations. Da finden Sie unsere Kontaktdaten. Der Link ist auch auf YouTube unten in der Videobeschreibung. Da finden Sie auch nochmal den Link auf das Video mit Tim Höttges. Wie bei allen Videos haben wir detaillierte Sprungmarken, dass Sie sich angucken können, welche Fragen wurden gestellt und sich das anschauen können, was Sie selber interessiert. Dann bleibt mir noch zu sagen, wenn Sie nichts verpassen wollen, was wir als Investor Relations Deutsche Telekom hier auf dem Kanal posten, dann abonnieren Sie unseren Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie nichts verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wir haben noch einiges geplant. Es bleibt spannend. Vielen Dank und auf Wiedersehen.